Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Torsakatutu beim Clan Disabled. Ihr seht mich hier auf dem Donnerbanger-Account. Und ja, was sind eigentlich so Sachen, die ich hasse und was sind eigentlich so Sachen, die ich so liebe an diesem Spiel hier? Also, wir gehen hier auch gleich in einen Clankriegsangriff rein, nämlich vom Gegner. Und ich hatte mir den Angriff auch live angeguckt und habe gedacht, naja, startet gar nicht mal schlecht. Helden sind suboptimal. Ich meine, kann man machen, muss man aber nicht. Ein Queen Walk mit einer 15er Queen geht sicherlich, aber so ein Zwei-Fronten-Angriff, so will ich es mal hier benennen, der ist immer sehr, 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 sehr schwierig, finde ich an der Stelle, vor allen Dingen, wenn dir am Anfang so ein kleines Missgeschick passiert. Und hat ja aber ganz anständig die Clanburg rausgelockt und will sicherlich meiner Queen entgegengehen mit dem Queen Walk und sorgt hier unten jetzt schon mal für so einen kleinen Funnel, für was auch immer, mit dem King kommt hier unten jetzt mit Walküren rein ohne Ende und hat sich sicherlich gedacht, das Rathaus kriege ich auch mit meiner Queen hier, gar keine Frage, aber da hast du natürlich nicht die Rechnung mit meiner Queen gemacht und er hat, glaube ich, vergessen, seine Queen zu zünden. Ja, und jetzt ist natürlich der Rest der Meute hier relativ ungeschützt in dieser Base, denn der Golem hier unten, der tankt eigentlich gar nichts, also der tankt nicht eine einzige Walküre. Die rennen jetzt auch alle außen rum und die Heiler fliegen hier jetzt so gemächlich durch die Base durch. Ja, ich meine, zum Glück für uns ist eine gute Def gewesen, hier ein Stern, denn das Rathaus wird er jetzt natürlich mit keiner Truppe dieser Welt noch bekommen. Und da kann er sich auch ruhig auf den Kopf stellen, hier mit noch einem Heilzauber. Hier in der Mitte ballert natürlich die ganze Zeit richtig schön der X-Bogen auf die Walküren drauf und die kommen jetzt auch nicht wirklich weit, denn mein Rathaus ist relativ gut verteidigt. Es steht relativ offen, so ein bisschen zum Locken, aber es ist auch ganz gut verteidigt. Die Base ist nicht wirklich gut. Ich bräuchte eigentlich auch eine neue Base mit dem Donnerbengel hier. Jetzt versucht das hier hinten nochmal ein bisschen Schadensbegrenzung zu machen mit dem Magier, aber ja, der kommt da natürlich auch nicht ans Rathaus ran. Die Kanone ist hier noch, die Queen ist hier noch und ja, so kann man das hier eigentlich in vierfacher Geschwindigkeit auslaufen lassen. Jetzt holt er sich noch ein paar Prozente, aber es hat letztendlich natürlich nicht zum Zwei-Sterner hier gereicht. Ja, das sind so Sachen, die liebe ich natürlich. Gute Defenses von meinen Bases, die auch nicht immer wirklich gut sind. Also ich stelle immer mal wieder so ein bisschen was um, aber ich bräuchte mit dem einen oder anderen Charakter denn doch vielleicht mal eine richtige Base. Was ich aber an dem Spiel so liebe, das zeige ich euch jetzt. Natürlich nicht, was ich so liebe, sondern eher, was ich so hasse. Also genau andersrum diesmal. Donnerbengel auf die Nummer 6. Eben hat mich die 6 angegriffen. Ich habe dann die 6, oder die 6 hat mich angegriffen. Ich habe die 6 angegriffen. Ist mein zweiter Angriff hier. Ich denke mal, schwere Base. Ist eine Max-Out, zumindest von der Defense her, Base. Und die Defense hier steht sehr, sehr, sehr verteilt. Beziehungsweise teilweise auch punktual. Hier haben wir den kompletten Flächenschaden in der Base. Die Teslas sind hier um die Mauern rum. Denn ich gucke mir eigentlich in der Regel immer die Angriffe an, die meine Vorgänger gemacht haben, wenn wir die Base schon mal gemacht haben. Und wir gucken mal, was ich hier gemacht habe. Habe ja also einen Packerwalk genommen. Denn ich wollte natürlich unbedingt den Flächenschaden rausnehmen. Problem ist dann die tiefstehende Queen. Die könnte meinen Hawks natürlich ein bisschen gefährlich werden. Aber mal gucken, wie tief ich denn eigentlich mit meiner Truppe in die Base komme. Das habe ich mir so ein bisschen ausgerechnet, dass ich eigentlich müsste ich mindestens bis zur Clanburg kommen. Und dann müsste mir die Queen auch entgegenkommen. Mal sehen, ob mir das hier an der Stelle gelungen ist. Und jetzt erwische ich hier zwar schon meinen Babydrachen, aber schön abgelenkt hier. Und jetzt kann es hier nur durch die Mitte gehen. Queen dabei, King dabei, die Bowler mit reingespammt und jetzt erstmal die Clanburg gegiftet. Nochmal Wut hier in die Meute rein, ein Wut habe ich jetzt noch über und die gehen hier natürlich jetzt durch die Base richtig schön durch, die Packer vor allen Dingen durch die Mauern in Wut. Jetzt bin ich hier schon an der Tesla Farm, das ist natürlich auch klasse. King jetzt gezündet für die Queen. Und dann konnte das hier hinten, ihr seht das hier hinten links, mit so ein paar Hockreitern reingehen. Also 12 oder 13 Stück hatte ich ja dabei. Und habe jetzt noch 2 Heilzauber. Aber Queen kriegt jetzt auch noch den für meine Hocks gefährlichen X-Bogen hier weg. Und ich denke mal, das lief hier erstmal ganz gut. Da hinten noch 3 Defense-Gebäude. Ja, so konnte das erstmal weitergehen hier. Aber die Base hier auch sehr,
sehr großzügig offen. Die Hog Rider mussten immer mal wieder nach außen. Ein Heil habe ich jetzt noch, da habe ich ganz lange überlegt, wann haust du den raus. Hier kommt jetzt die Doppelkanone, die macht natürlich auch richtig Schaden, wenn sie auf tief steht. Und hier wollte ich meine Heiler jetzt nochmal, meine Hogs nochmal richtig durchheilen. Ist mir auch gelungen. Und da habe ich jetzt gesagt, jetzt gehen sie alle drauf in der Doppelbombe. Nein, hier liegt keine. Die habe ich nämlich alle schon ausgelöst, glaube ich. Habe ich noch gar nicht. Habe ich gedacht, Mist. Mann. Das sind die Dinge, die ich so hasse an diesem Spiel. So. Also, erste Doppelbombe noch da oben an der Kanone. Jetzt sind es nur noch zwei Hogs und die sind auch heftig angeschlagen. Ein bisschen Cleanup hatte ich mit in der Base. Aber ihr seht das und ihr habt das auch im Thumbnail gesehen, diese blöden Bauhütten. Ich meine, sie stehen diesmal nicht in der Ecken. Ich habe sie diesmal nicht in der Ecken vergessen, aber mir lief so ein bisschen die Zeit davon. Und zwei Hog Rider, die machen jetzt auch nicht wirklich den Superschaden hier in so einer Base. Und der Magier und die Bogenschützin machen hier das dicke Lager noch innen. Jetzt geht's zum Labor. Und ja, da habe ich eigentlich schon gedacht, Toto, das ist es. Das sind drei Sterne. Gar nicht mal schlecht. Und ja, was soll ich sagen? Sieht bis hier ganz gut aus. 9 Sekunden. Aber wir haben ja noch so ein paar Mauern. Und eine Doppelbombe. Meine Hogs in der Doppelbombe da gestorben. Ich dachte, ich krieg einen Anfall. Ich hasse es, echt. Ich meine, ich habe da die doofe Bauhütte in der Base nicht vergessen. Ich hätte, klar, einen Lakai da vielleicht gesetzt, aber die habe ich schon verschwendet am Anfang für die Außengebäude, denn da stand auch was. Und dann sind das hier nur 99%. Ist natürlich sehr undankbar, also kurz mal weggehen vom Tablet, ans Fenster, frische Luft schnappen, dreimal tief durchatmen und dann geht das weiter. Aber wir machen jetzt erstmal weiter auf meinem Rathaus 11 Account, dort haben wir auch was so ein bisschen abzugraden und ihr seht das hier, 29, 22 haben wir also gewonnen, ganz entspannt hier, haben super gedefft und wir haben hier bis auf den einen Stern alles zugemacht, also super CK hier von uns, war auch ein kleiner 10er CK, die mag ich ja auch nicht so, also es ist eigentlich auch so ein Ding, was ich so hasse und wir spielen jetzt wieder einen 10er hier, aber jetzt machen wir erstmal den Schwenk nach drüben auf den Rathaus 11 Account. Und hier sind wir jetzt auf meinem Rathaus 11 Account. Also hier hat sich natürlich auch einiges getan. Und ihr seht, oh nein, da natürlich nicht. Und ihr seht das hier unten, Research. Ich habe nichts zu forschen im Moment. Meine Ballons sind fertig geworden. Oh, ich kann gar nicht reinklicken. Meine Ballons sind fertig geworden heute Morgen. Und eigentlich passt dazu, natürlich passt eigentlich dazu der Lava-Hund. Allerdings benutze ich den im Moment so wenig, dass ich mir den vielleicht dann, wenn ich ihn brauche, per Machttrank einfach dazu bringe in Max-Level oder ich nehme einen mit in der Klamburg. Das muss ich mal schauen. Also was ich natürlich hier an Clash of Clans mittlerweile auch sehr liebe, sind die Clanspiele. Denn die Clanspiele bringen natürlich die guten Rewards, auch wenn sie lange laufen. Nerven sie mich eigentlich, aber ich liebe natürlich die Rewards. Und ihr seht, hier hinten gibt es auch wieder Bücher. Das heißt also hier auch wieder ein Truppenbuch, Zauberbuch und Gebäudebuch. Und ihr seht, ich bin relativ voll und würde jetzt natürlich ganz gerne irgendetwas im Labor machen. Habe jetzt 8 Millionen. Ich habe nichts. Ich dürfte eigentlich nichts in der Clanburg haben. Die ist leer. Also in der Treasury. Und würde ganz gerne eine Truppe machen. Das Problem ist dann natürlich, wenn ich mir jetzt für 10 Millionen eine Truppe mache, habe ich 0 Elex. Das ist halt der kleine schlechte Nebeneffekt. Du hast dann erstmal nichts. Dein Elex ist leer. Gerade als Rathaus 11er, da ist das alles sehr, sehr teuer. Dein Elex ist erstmal leer und es dauert erstmal wieder, bis du was im Labor am Laufen hast. Oder aber ich könnte natürlich dann danach direkt den Hund anstarten, 14 Tage. Und dann läuft er erstmal, aber ich würde natürlich auch gerne meine Helden machen. Also da ist man immer so ein bisschen im Zwiespalt und vielleicht ist es euch beim Donnerbengel-Account aufgefallen, dass der noch keinen Baum in der Base hat, obwohl ich dieses Dorf wenig bespiele. Und es hieß ja wohl irgendwo, ich habe das so ein bisschen Leuten hören, dass wenn man wenig spielt, man erstmal die guten Sachen, die neuen Sachen in die Base kriegt, also diese komischen Feuerwerkskörper und die Bäume, aber diesen Account bespiele ich ja nun sehr, sehr häufig und ich habe schon, so wie ich das sehe hier, ich habe schon 1, 2, 3, 4 Bäume und der Donnerbengel hat überhaupt keinen Baum, der hat mal gerade so 2 Raketen, ich habe hier schon, glaube ich, Raketen abgebaut, die waren bei mir ganz unmöglich in der Base hier habe ich jetzt noch 2 Stück
Und ihr habt das ja schon mitgekriegt, wenn man jetzt hier hinten auf die Karre klickt. Ich bin jetzt hier oben bei dem Feuerwerk an der Clanspielkarre. Dann gehen beide Feuerwerke hoch. Ist ganz witzig animiert hier. Also hier müssen wir in jedem Fall ein bisschen was reinfarmen, was ich natürlich auch super finde, keine Frage. Findet ihr bestimmt auch nett. 7 Tage Boost, den gönne ich mir hier auch. Also das kostet natürlich ein bisschen Gems, aber ein bisschen sammelt man natürlich immer wieder ein. Kriegt ein bisschen was durch die Clanspiele durch. Ihr seht das, 10-3 habe ich noch. Ich bin jetzt auch kurz davor, mir den beziehungsweise die 10 Millionen hier in Gold voll zu machen. Und meine Armee besteht natürlich aus Goblin Knife, also mit ein paar Kobolden, ein paar Riesen. Ich bin wieder so ein bisschen zurückgerudert. Ist auch ganz gut so, denke ich mal. Denn hier unten, aufgrund meiner wenigen Zeit, mache ich einfach ein bisschen mehr Lot. Und das ist natürlich immer so einer, den können wir mal ganz gut mitnehmen. Ja, warum kann ich eigentlich hier so easy peasy so ein bisschen farmen, ohne dass ich jetzt großartige Verluste habe? Das liegt einfach daran, dass man mich hier nicht mit in den Clankrieg genommen hat in den letzten. Warum auch immer, vielleicht weil ich in dem vorherigen wirklich nicht so super angegriffen habe mit meinem RH11 auf den RH10. Ich weiß nicht, woran es gelegen hat. Muss ich mal sehen. Ich muss da mal ein bisschen tiefer nachfragen, warum man mich hier jetzt ganz bewusst rausgelassen hat aus dem jetzigen Clankrieg und wurmt mich natürlich ein bisschen, aber ich habe dann die Gunst der Stunde einfach genutzt, habe gedacht, naja, komm, dann haust du den Warden hoch, dann pennt er jetzt 7 Tage und so kann ich natürlich ganz gut so ein bisschen Helden machen, aber ich sehe hier gerade, ich habe viel zu wenig Mauerbrecher dabei, denn ich komme hier jetzt zwar so ein bisschen an die Ressourcen dran, aber eher suboptimal. Mal schauen, dass wir hier noch wenigstens so ein bisschen Schadensbegrenzung machen, dann lassen wir dem das Dunkle vielleicht. Das ist hier unten jetzt noch, hier haben wir jetzt noch 2 Lager, ja, ich glaube, das Zeug holen wir uns hier noch. Ihr seht, ich hab hier auch immer wieder jetzt meine Skelettzauber dabei, wo ich natürlich nicht so viel Elex verbrauchen möchte, weil ich es natürlich spare. Und jetzt muss ich mal sehen, ich glaube, hier können wir die mal reinspammen. Die Dinger hier, so. Ah ja, okay, die Kobolde gehen jetzt natürlich eher suboptimal hier durch die Base durch, aber mal sehen, ob die sich hier nicht doch durchschlagen, denn wir haben nicht so viel Flächenschaden hier. Okay, oh, da haben wir ganz gut was geholt. Wo ist denn eigentlich das letzte Goldlager? Ah, da hinten. Okay, das letzte Goldlager ist hier hinten, das hole ich mir mit der Queen weg. Und dann haben wir den doch ganz gut abgeräumt hier. Jetzt kommt mir natürlich der gegnerische King entgegen, den müssen wir erstmal wegmachen. Lager haben wir schon, schnell nochmal die Queen gezündet, dass sie nochmal hochgeheilt ist. Ja, sieht ganz gut aus hier. Und ich habe jetzt so eine ähnliche Truppe auch wieder am Start hier. Ich muss mal eben schauen. Wir trainen die hier quick hinterher. 5. Hier habe ich jetzt natürlich wieder 2 Gift, das ist suboptimal. Kann ich einen verspenden? Jawohl, einen kann ich verspenden, das ist super. Und dann können wir hier auch wieder was nachbauen. Ich brauche das da eigentlich immer so. 21, 22, einen noch davon mit. Ja, dann machen wir gleich noch ein paar Angriffe. Wir wollen ja in jedem Fall auch die 10 Millionen Elex hier voll haben. Und es wäre gar nicht schlecht, wenn ich jetzt wenigstens 2 Sterne holen würde. Ich würde sagen, die Base hier nehmen wir mal mit. Die scheint mir ein bisschen offline zu sein. Das können wir hier mal testen. Also da ist nichts in der Clanburg. Und dann nehme ich erstmal außen so ein bisschen was mit. Hier kriege ich überhaupt keinen Beschuss. Ah doch, den Minenwerfer da. Naja, gut. Und auch die Kanone schießt da. Okay. Dann schießt ihr mal ruhig hier am besten auf meine Riesen. Und dann nehmen wir hier schon mal die Außenlager mit, denn wir wollen hier noch in die Base rein. Also ich haue jetzt alle Truppen raus, damit ich wenigstens 2 Sterne kriege. Warum? Das werdet ihr gleich sehen, warum ich das eigentlich ganz gerne machen möchte. So, das ist schon mal, da sind die schon mal weg. Dann laufen die mir nicht mehr hier außen rum. Hier hinten haben wir auch noch ein Gebäude. Dann haben wir da noch ein Gebäude, also hier nochmal einen Riesen gesetzt, hier so ein bisschen was weg, hier hinten setzen wir noch einen Riesen, dann kommen wir hier in jedem Fall ran und das Rathaus möchte ich mir auch ganz gerne mit den Kobolden holen, denn es gibt ja keine bessere Truppe als die Kobolde, wenn es darum geht, sich ein Rathaus zu snacken, also hier innen drin das Rathaus zu holen. Ja, dann haben wir jetzt noch so ein bisschen, ich würde sagen, dann gehen wir hier jetzt auch rein und dann ziehen wir hier jetzt auch mal die Magier hinterher. Die habe ich jetzt schon ewig nicht benutzt. Die sind zwar immer in meiner Armee drin, aber ich benutze sie gar nicht so doll und so häufig. Und jetzt müssen wir hier mal mit den Mauerbrechern... Oh, wo laufen die denn hin? Eieiei, wo laufen die denn hin? Okay, da ist offen, da ist offen. Wie weit gehen die noch?
bis dahin, dann nehmen wir mal hier den Sprung und wuten die hier mal komplett durch. Und jetzt müssten eigentlich meine Kobolde hier genau die Mitte anpeilen. Das müsste eigentlich passen. Und da das Rathaus ja auch ein Ressourcengebäude ist, werden die sich das in jedem Fall holen. Also 2 Sterne ist hier das Ziel. Mal gucken, ob wir da auch hinkommen. So, einen haben wir jetzt schon mal. Und jetzt haben wir natürlich außen, hier haben wir noch vielleicht noch die Clanburg und den Adler. Wir nehmen den Adler hier mal vielleicht mit den Skelettzauber noch mit. 53%, ja, das sieht ganz gut aus. Dann können wir hier die Queen zünden. Können wir hier rausgehen, denn das, was ich jetzt schon habe, ich habe jetzt schon 10 Millionen Gold und ich habe ein bisschen was in der Clanburg, also nicht wirklich viel, aber ich habe jetzt keinen Bauarbeiter frei und wir machen aber diesen Bauarbeiter einfach frei, denn ich will für 10 Millionen natürlich ein Gebäude weitermachen. Also nehmen wir den hier erstmal raus. Da haben wir 300 gerade verschwendet. Wir nehmen mal eben die Gembox hoch. Die liegt mir nämlich sonst ein bisschen zu lange da, also die 25 holen wir jetzt schon mal wieder rein. Und dann haben wir jetzt unseren nächsten Tesla hier unten fertig. Der kommt natürlich hier oben zu unserer Farm. Und ja, 10 Millionen auf den Kopf. Ich würde sagen, wir fangen hier mal an den ersten Inferno Tower. Den nehmen wir uns vor. 14 Tage läuft er, aber den werde ich natürlich nach einem Tag, 20 Stunden, das ist jetzt dann mit dem Buch, denke ich mal, fertig machen. Und dann haben wir auch wieder reichlich zu tun hier. Also genau auf Null hier. Und das wollte ich ja eigentlich vermeiden. Ich will jetzt weiterfahren. Also einmal 2 Sterne hier gemacht. Oh, ich habe ein bisschen was, das mal wenigstens so ein bisschen suchen können. Ihr seht das hier, ich bin auch jetzt komplett einmal im Boost hier und muss jetzt die Zauber eben mal nachmachen, die mir hier fehlen. 1, 2, die dunklen noch dabei. Ja, dann gehen wir mal wieder auf die Suche. Eine Stunde später. Ja, eine Stunde später. Meine Kobolde haben schon ganz stumpfe Messer. Und ihr seht das, ich habe so ein bisschen weitergemacht, also so ein bisschen vorgespult, so will ich das mal nennen. Und wir brauchen noch knapp 300.000, nicht ganz, 275.000 Elex. Ich hoffe, dass ich die jetzt hier mit reinkriege. Also Elex-Farm ist mühselig, finde ich. Vor allen Dingen farme ich natürlich auch mit Elex-Truppen und nicht mit dunklen Truppen jetzt. Denn ich will ja auch im Labor ganz gerne, ich stoße doch was Dunkles an. Ich habe mir das überlegt, ich stoße doch was Dunkles an. Labor muss einfach laufen. Und deswegen, ja, wir haben die 10 Millionen hier schon drin. Dann nehmen wir hier noch gerade das Gold hier mit. Dann ist das Elex jetzt in jedem Fall drin. Oh, ein Segen. Okay, dann können wir jetzt noch das Dunkle hier oben mitnehmen, wo wir schon mal hier sind. Nehmen wir das mal mit. Und ich habe ja jetzt gleich dann eigentlich nichts an Elex für Truppen. So, dann haben wir eben das Dunkle auch geklaut. Ja, das reicht 20%. Ich habe noch ein paar Truppen über. Also geben wir hier ruhig mal auf. Und dann würde ich sagen, nehmen wir uns eine Truppe im Labor vor. Ich hatte mir eine Truppe ausgeguckt, damit das Labor auch gleich weiterläuft, machen wir sicherlich eine Truppe dann auch weiter. Ich habe mir den Packer ausgeguckt, denn mit dem lässt es sich, glaube ich, im Moment ganz gut angreifen. Das heißt, 14 Tage soll er nicht laufen. Wir sparen uns die 14 Tage. Wir nehmen das Buch hier und haben natürlich jetzt den Packer auf Max. Das ist richtig klasse. Also das ist natürlich das Problem. Und ihr seht das hier rechts oben. Null. Null Elex. Und das Labor läuft nicht. Ich müsste jetzt wieder ohne Ende nachfarmen. Aber ich denke mal, in 1,5 Tagen können wir mit dem nächsten Buch hier wieder 12 Tage sparen. Wir ziehen hier den Hund ran und haben jetzt noch 24.000 Dunkles, haben kein Elex. So ein ganz kleines bisschen kommt er jetzt rein. Okay, durch den Schub hier. Und das soll es aber erstmal gewesen sein. Ich wollte einfach mal wieder ein bisschen farmen. Ich habe euch ein bisschen was aus dem RH9-Bereich gezeigt. Und mal sehen, ob ich demnächst wieder ein paar CK-Angriffe hier mit reinkriege, wenn die mich mal wieder mitnehmen. In so ein paar Tage habe ich natürlich jetzt erstmal wieder Luft, um mir was reinzufarmen hier. Ihr seht das. Aber in 1,5 Tagen wird der Inferno-Turm fertig. Und dann haben wir auch wieder einen Bob frei. Mal sehen, ob wir dann die 170, nein, wir brauchen viel, viel mehr, die 192.000 Dunkles hier für die Queen drin haben. Ich bezweifle das. Aber mal sehen. 4 Tage, 21 Stunden ist eine lange Zeit. Da lässt sich richtig viel farmen. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Clasht.